Ja. Hallo miteinander. In der Schweiz haben wir nicht ganz so viele Urteile und Rechtsfälle wie beispielsweise in Deutschland. Aus diesem Grund kann ich euch heute nur, aber immerhin drei Urteile vorstellen. Was die Registrare und Halter von .ch-Domainnamen unter Ihnen aber sicherlich genauso interessieren dürfte, wäre die aktuelle Gesetzeslage in der Schweiz. Diese hat nämlich seit Anfang dieses Jahres einen radikalen Wandel erfahren. Seit dem 1. Januar 2015 ist ein neues Gesetz in Kraft, die sogenannte Verordnung über Internetdomains. Über diese werde ich euch nachfolgend berichten. Vielleicht kurz zur Einführung, damit ihr dieses neue Gesetz auch richtig verorten könnt. Die Registrierungsstelle der Schweiz ist ja im Gegensatz zu Deutschland und Österreich staatlich reguliert. Das heißt, wir betreiben die Registertätigkeit nicht auf einer rein privatrechtlichen Basis, sondern uns wurde die Aufgabe der Registertätigkeit vom Staat, also konkret vom Bundesamt für Kommunikation, BAKOM, mit einem verwaltungsrechtlichen Vertrag übertragen. Diese Situation, das bedeutet insbesondere auch, dass die Rechte und Pflichten der Registrare und Domainnamenhalter, welche wir in unserem Registrarvertrag und auch in unseren AGB aufgeführt haben, dass wir die nicht frei festgelegt haben, sondern dass sich diese hauptsächlich aus dem übergeordneten Recht ergeben. Im Jahr 2002 haben wir das erste Mal mit dem BAKOM einen solchen Vertrag abgeschlossen. Dieser lief bis zum Jahr 2007. Im Jahr 2007 ist dann dieser Vertrag erneuert worden. Gestützt haben sich diese Verträge auf die Rechtsgrundlage, also das war das Fernmeldegesetz und die Verordnungen dazu, insbesondere die Verordnung über Adressierungselemente im Fernmeldebereich. Wie eingangs erwähnt, hat sich diese Rechtsgrundlage verändert. Per 1. Januar 2015 ist die Verordnung über Internetdomains in Kraft in der Schweiz. Was ist der wesentliche Inhalt in Bezug auf .ch-Domains dieser Verordnung? Primär einmal sieht die neue Verordnung vor, dass die Funktionen der Registerbetreiberin und der Registrartätigkeit, dass sie getrennt werden müssen. Also diese Doppelrolle, welche Switch bis anhin innehatte, die wird durch diese neue Verordnung aufgehoben. Dies bedeutet insbesondere für uns, dass wir seit dem 1. Januar 2015 keine neuen Vertragsverhältnisse mehr mit Endkundinnen und Endkunden abschließen dürfen und dass wir alle bestehenden Vertragsverhältnisse mit Endkunden auflösen, respektive nicht mehr verlängern dürfen. Weiter hält die Verordnung über Internetdomains fest, dass in der WHOIS-Datenbank neu das Datum der Erstregistrierung eines Domainnamens veröffentlicht werden muss und der Registrar. Schließlich wurde die Übergangsfrist von 14 Tagen auf 40 erhöht. Diese Übergangsfrist, das ist diese Frist, in welche ein Domainname fällt, nachdem er deaktiviert wurde und während der er nicht durch eine dritte Partei wieder neu registriert werden kann. Also diese Frist wurde erhöht. So, dann müssen die Registrare gemäß der neuen Verordnung ein entbündeltes Angebot machen. Das heißt, sie müssen auch nur die Registrierung von Domainnamen alleine ohne zusätzliche Dienstleistungen anbieten und die Preise für ihr Angebot veröffentlichen. Weiter, diese dürfte vor allem die ausländischen Registrare interessieren, es brauchen alle Registrare eine Korrespondenzadresse in der Schweiz. Schließlich, was gleich bleibt, der Grundsatz für die Verteilung von Domainnamen, der lautet immer noch first come, first served. Was bedeutet das für uns, dass diese neue Verordnung in Kraft ist? Primär einmal bedeutet es für uns, dass wir einen neuen Registrarvertrag erstellen mussten. Wir mussten also diesen Vertrag an das neue Recht anpassen. Seit 1. Januar dieses Jahres können Interessenten, welche eine Partnerschaft mit uns eingehen wollen, nur noch den neuen Registrarvertrag abschließen. Und die bestehenden Verträge, die müssen allmählich abgelöst werden. Wir werden alle unsere Registrare demnächst umfassend darüber informieren. Der neue Registrarvertrag, der enthält nicht mehr das Erfordernis, dass ein Interessent bei mindestens 1000 Domainnamen als Rechnungskontakt eingetragen sein muss. Vielmehr ist er verpflichtet, einen Mindestumsatz von 6000 Schweizer Franken zu erreichen. Das entspricht zurzeit ungefähr 5.500 Euro pro Jahr.
Weiter muss der Registrar einen sogenannten Abuse-Kontakt angeben, welcher im Falle von Missbrauchsverdacht kontaktiert werden kann. Und der Registrar ist danach verpflichtet, innerhalb von 24 Stunden zu reagieren auf diese Meldungen, damit Malware effizient bekämpft werden kann. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal auf die auch im Registrar verbriefte Datenpflegepflicht der Registrare hinweisen. Die Registrare sind verpflichtet, die Daten der Halter stets aktuell zu halten. Dies bedeutet insbesondere, dass sie sich auch mit geeigneten Maßnahmen über allfällige Konkurse, Fusionen und Todesfälle informieren müssen, sodass sie die Rechtsnachfolger nachtragen und ihre Daten aktuell halten können. So, dann mussten wir unsere AGB ebenfalls an das neue Recht anpassen. Das Streitbeilegungsreglement für das Verfahren vor der WIPO muss angepasst werden und auch unser Vertrag mit dem BAKOM muss an das neue Recht angepasst werden. Schließlich, wie ich bereits auch eingangs schon erwähnt habe, die Direktkundenverhältnisse dürfen nicht mehr verlängert werden. Ja, damit komme ich auch schon zum ersten Urteil, welches ich euch vorstellen möchte. Es handelt sich um einen Fall aus dem Jahr 2013 in der Sache Tribune de Genève. Dies ist eine Genfer Zeitung. Die Genfer Zeitung, die stellte auf ihrer Webseite einen gesonderten Bereich für den Betrieb eines Blogs zur Verfügung. Auf diesem Blog hat ein Politiker einen persönlichkeitsrechtsverletzenden Kommentar über einen Direktor einer Genfer Kantonalbank veröffentlicht. Und das erstinstanzliche Gericht hat dann entschieden, dass die Zeitung diesen Blog-Eintrag, den Persönlichkeitsrechtsverletzenden, entfernen muss. Die Zeitung sagte, sie sei hierfür nicht verantwortlich, was ein Dritter veröffentlichte. Und das Bundesgericht musste sich in der Folge mit der Frage auseinandersetzen, kann ein Bloghoster, ein Hosting-Provider für einen Blog-Eintrag eines Dritten belangt werden? Das Urteil des Gerichtes lautete ja. Die Zeitung kann belangt werden für den Bloginhalt des Dritten. Die Zeitung wurde verpflichtet, den Kommentar auf ihrer Webseite zu entfernen und sie musste zudem alle Gerichtskosten und die Anwaltskosten der Gegenpartei tragen. Zur Begründung führte das Bundesgericht aus, dass in der Schweiz anders als in der EU kein gesetzliches Haftungsprivileg für Hosting-Provider und andere Internet-Service-Provider bestehe. Stattdessen kommen die allgemeinen Bestimmungen zum Persönlichkeitsschutz zur Anwendung. Das sind die Artikel 28 ZGB folgende. Ausschlaggebend war in dem vorliegenden Fall, dass die Zeitung Tribune de Genève durch ihr Verhalten, also das Anbieten von Speicherplatz für fremde Inhalte, die Verbreitung der Persönlichkeitsverletzung gefördert, respektive ermöglicht habe. Nicht berücksichtigt hat das Bundesgericht den Umstand, dass der Inhalt dieser Webseite auch noch über andere Quellen abrufbar war und dass die Zeitung kein Verschulden traf. Ja, dieses Urteil hat natürlich Konsequenzen für die Registrare, respektive für Hosting-Provider und wahrscheinlich auch noch weitere Provider, wie Access-Provider beispielsweise in der Schweiz, da höchstrichterlich festgestellt wurde, dass zumindest ein Hosting-Provider für einen unrechtmäßigen Webseiteninhalt eben haftbar gemacht werden kann und dies unabhängig davon, ob er von der Persönlichkeitsverletzung wusste oder nicht. Es ist also nicht zwingend notwendig, dass der Provider abgemahnt worden ist oder dass er anderweitig von der Widerrechtlichkeit erfahren hat. Das Bundesgericht führte in seinem Urteil auch aus, dass dieser Umstand gravierende Folgen für das Internet im Generellen und die Hosting-Provider im Speziellen zur Folge haben kann, aber dass es halt an dem Gesetzesgeber liege, hier eine andere gesetzliche Regelung zu treffen. Ja, damit komme ich eigentlich schon zu meinem nächsten Gerichtsfall. Es sind jetzt nur noch zwei kleinere Fälle vorzustellen.
Diese sind nicht bis vor das Bundesgericht gelangt. Switch wurde in den Jahren 2013 und 2014 zweimal eingeklagt. Einmal vor dem Handelsgericht Zürich und einmal vor dem Regionalgericht Berner Jura-Seeland. In beiden Fällen stritten sich zwei Parteien über die Berechtigung an einem Domainnamen. Worum ging es im jüngeren Fall? Eine Restaurantinhaberin erstellte für ihr Restaurant eine Webseite. Später verkaufte sie das Restaurant und wollte aber den Domainnamen und die Webseite nicht an die neuen Restaurantinhaber übertragen. Was machten die neuen Restaurantinhaber? Sie verklagten Switch. Sie verlangten von uns, dass wir den Domainnamen zu blockieren hätten, unter anderem. Ja, Switch machte natürlich geltend, dass wir nicht passiv legitimiert seien, das heißt, dass wir nicht als Gegenpartei eingeklagt werden können. Selbstverständlich blockieren wir Domainnamen, wenn Gerichtsverfahren hängig sind, aber dazu muss sich die Klägerin direkt an ihre Gegenpartei wenden und nicht an uns. Wir führten aus, dass die Registerbetreiberin ein Massengeschäft betreibe mit den Domainnamen und dass wir nicht die Berechtigung an Domainnamen überprüfen würden und dass für uns ausschließlich die in unserer Datenbank vorhandenen Daten maßgeblich seien. Das Gericht wies die Klage respektive das Gesuch um Erlass vorsorglicher Maßnahmen denn auch ab, mit der Begründung, dass die Voraussetzungen für die Anordnung solcher Maßnahmen nicht gegeben seien. Spannender ist der zweite Fall, der aus dem Jahr 2013, weil sich in dem anderen Fall eben das Gericht in seinem Entscheid auch ausdrücklich mit dieser Frage der Passivlegitimation der Registerbetreiberin auseinandergesetzt hat. Auch in diesem Fall stritten sich zwei Parteien über die Berechtigung an einem Domainnamen. Die Klägerin hatte einen Domainnamen registriert, nicht direkt bei Switch, sondern über einen Registrar. Der Klägerin sind dann auf nicht näher geklärte Weise die Zugangsdaten zur Verwaltung ihres Domainnamens abhanden gekommen. Und der Domainname wurde dann, wie zu erwarten war, von einer anderen Partei neu registriert. Die Klägerin wandte sich an Switch und verlangte von uns die Zustellung neuer Zugangsdaten sowie die Blockierung des Domainnamens. Und auch sie wollte uns auch verbieten lassen, Zugangsdaten an ihre Gegner herauszugeben. Unsere Argumentation lautete wieder wie im anderen Fall, wir seien nicht passiv legitimiert. Das Gericht hat in seinem Urteil interessanterweise dann auch explizit festgehalten, also wie ihr seht, das Gesuch wurde erneut abgewiesen, und in dem Urteil steht explizit, dass die Registerbetreiberin keine Überprüfung der Berechtigung an Domainnamen vornehme, dass wir ein Massengeschäft betreiben würden und dass für uns ausschließlich die in der Datenbank vorhandenen Daten maßgeblich seien. Ebenfalls führte das Gericht aus, dass die Registerbetreiberin lediglich Dritte sei, also wie beispielsweise ein Handelsregisteramt, und dass wir zu der Klägerin lediglich in einer Art Reflexbeziehung stehen würden. Damit hat das Gericht diese sogenannte Passivlegitimation verneint. Ja, damit wäre ich auch schon am Ende meiner Berichterstattung angelangt und gebe gerne an Österreich weiter.